Ich stehe hier mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann, dem Bischof von Speyer, und wir reden über Eindrücke auf dem Katholikentag hier in Leipzig und wir schauen auch schon noch weiter in den Osten, wo der Weltjugendtag stattfinden wird. Herr Bischof Wiesemann, herzlich willkommen bei katholisch.de. Ja, schön, dass Sie sind jetzt schon einige Tage hier beim Katholikentag in Leipzig. Was sind Ihre Eindrücke? Was nehmen Sie mit von der Stadt Leipzig? Ja, ganz so lange bin ich noch nicht da. Gestern war von Leichnam, habe ich in Speyer noch die Prozession gemacht. Bin dann aber hier hingekommen. Und ich muss sagen, also bin ganz beeindruckt, bin auch von der Stadt erstmal auch beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin vor vielen Jahren mal hier in Leipzig gewesen. Und ist schon toll. Es ist mal wirklich gut gewählt, finde ich, sich auch hier hinein, also mit hinein zu begeben und mit diesem Thema, seht den Menschen, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, von unserem christlichen Menschenbild her etwas zu zeigen. Und ich nehme viel lebendiges Leben wahr und war eben beim BDKJ-Stand und habe auch schon ein Podium hinter mir. Und es macht Freude, man trifft natürlich unglaublich viele Leute, die man kennt. Also das ist, aber irgendwie ist das auch das Schöne an so einem Katholikentreffen. Leute, die man lange, lange nicht mehr gesehen hat, aus verschiedenen Bistümern oder wo man mal zusammen mit unterwegs war, wie jetzt gerade, wo ich mit Adveniat schon mal unterwegs war, jemand, also das macht Freude. Wir sind hier in einer Stadt, in der es 3% Katholiken gibt. Die große Mehrzahl ist konfessionslos. Also ein Labor, wo Christen lernen können, was heißt es, Sauerteig in der Gesellschaft zu sein. Was ist Ihr Eindruck? Was lernen Sie als Bischof von dieser Diaspora-Situation? Ja gut, dafür bin ich jetzt zu kurz hier. Aber ich denke, was ich gehört habe, ist, dass es doch auch zu einem gewissen Austausch auch mit der Bevölkerung kommt. Das wäre ja auch wichtig, dass wir nicht nur in dem Katholikentag, also auch in der ganzen Meile da unter uns bleiben, dass es Gespräche gibt. Ich habe gerade eben war im KB-Stand, da wurde auch gesagt, es sind auch eine ganze Reihe hier aus dem Umland da und wir haben über soziale Themen miteinander gesprochen. Also ich glaube, das wäre erstmal wichtig, dass man ins Gespräch miteinander kommt. Ich glaube, was kann man davon lernen? Eine ganz neue Art von Offenheit auch noch einmal. Und eine Versuch, denn die in unserer Sprache, dass wir nicht in einer Binnensprache bleiben, um es runterzubrechen unmittelbar auf Menschen zuzugehen. Also wir müssen missionarischer in positiven Dinge Sinne denken und auch handeln und das können wir von hier lernen. Gehen wir noch ein wenig weiter in den Osten. Sie sind ja auch Jugendbischof. Das heißt, Sie werden demnächst nach Krakau reisen beim Weltjugendtag. Auf was freuen Sie sich in Krakau? Also das ist erstmal immer diese große Gemeinschaft von jungen Menschen, von denen ja ganz, ganz viele sehr, sehr ernsthaft auf der Suche sind und Jesus Christus in der Gemeinschaft der Kirche begegnen möchten. Und natürlich freue ich mich auch auf den Papst und ich habe das in Rio mitbekommen. Das war ein großes Erlebnis, auch wie er manchmal ganz einfach und aber doch sehr anschaulich mit zu den Jugendlichen spricht und versucht, also ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Ich freue mich darauf, dass wir mit den Deutschen auch zusammen sein. Es wird hier so ein spezieller Katecheseweg dieses Mal, also für alle sein, zusammen. Also die ganze deutsche Sprachgruppe, das haben wir letztens in Rio nicht geschafft. Ich hoffe, dass wir da auch nochmal so ein gutes Gemeinschaftsbewusstsein auch unter den deutschen Pilgern und Pilgerinnen bekommen. Sie werden auch Katechesen halten in Krakau. Haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht? Was ist ein Gedanke, den Sie jugendlichen Christen heute mitgeben wollen? Also ich habe noch keine Gedanken mehr jetzt über die Katechese gemacht. Wir werden auch noch mal genau sehen. Es wird ja noch die Zuteilung sein. Aber es ist das Grund, die Grundsache, selig die Barmherzigen. Also dass das Freude macht, von der christlichen Botschaft her die Welt zu denken. Dass man da auch glücklich mit werden kann, selig, die große, also das Innerste erfüllen kann. Dass das Innerste nicht nur durch Macht, Geld, Reichtum, ich weiß nicht, durch alle möglichen anderen Götzen dieser Welt, sondern eben barmherzig zu handeln, den anderen solidarisch mit dem anderen zu sein, dass das etwas Erfüllendes sein kann. Der Glaube uns erfüllt, das möchte ich Ihnen mitgeben. Bischof Wiesemann, ich danke Ihnen für das Gespräch.